Ich wollte gerade nämlich gerade noch sagen, so von wegen, also so von Ratten aufgefressen zu werden, ist mal anders scheiße. Los, kletter hoch. Natürlich. Aber, ja. Gut. Gehen wir erstmal hier wieder hoch, weil hier haben wir ja noch das, die Steinchens. Haben wir hier noch irgendwo anderen Loot gehabt? Nee, ne? Nee. Hier hatten wir noch was Schönes. Nehmen wir natürlich alles mit. Ne? Also wir werden hier nichts verschwenden. So, dann machen wir hier den hier wieder Lippo Claro. Gut, wir gehen gleichzeitig. Diesmal stellen wir uns nicht so dämlich an und stellen uns dann irgendwie in den Schatten. Ich gehe zuerst. Macht dir keinen Sinn. So, wir warten jetzt einmal ab. Ne, schwingt hier. Schwingelingeling. So, jetzt können wir hier hinrennen. Sie sind zu laut. Viel zu laut. Hugo, beruhige dich. Okay, wir sind erstmal hoffentlich in Sicherheit. So ein bisschen. Was ist das? Hilft das gegen die Ratten? Nein, das riecht nach Bier. Sie müssen es hier gebraut haben. Oh. Das gute Priesterbier. Kann ich hier eigentlich jetzt auch was herstellen? Also, wäre das eine Option? Oder brauche ich dafür wirklich eine Werkbank? Jedes Mal. Ich brauche wirklich eine Werkbank jedes Mal. Weil ich habe hier unten dieses Werkzeug nicht. Das ist gar nicht so toll. So, jetzt schwingen wir mal hier mit. Und gehen jetzt hier rüber rein. Oh, ganz schnell. Sehr gut. Oh, hier ist eine Werkbank. Ich kann nichts herstellen. Warum kann ich denn nichts herstellen? Ey, ist jetzt ernsthaft? Was ist das denn? Lol. Nelken werden als Gottesblumen bezeichnet. Manche führen diesen Namen auf ihre Schönheit zurück, andere beziehen sie sich auf Legenden, laut derer sie aus dem Blut von Christus, Wundmalen oder den Tränen der Jungfrau Maria entstanden sein sollen. Sie gelten daher als Symbol für Liebe, Leidenschaft und Hingabe. Ihre Blütenblätter wird eine fiebersenkende Wirkung nachgesagt und in Essig eingelegt soll man damit Pestbeulen reinigen können, was ebenfalls zu ihrem guten Ruf beitrug. In Klöstern, die ein Ort der Stille und des Gebetes sind, kann man wahre Handwerkskultur beobachten, ob im kulinarischen, Textilien oder künstlerischen Bereich. Lange Zeit war es allein den Mönchen durch Erlass Karls des Großen höchstpersönlich vorbehalten, Bier zu brauen. Diesem Getränk verdanken offenbar auch mehrere Dörfer ihre Rettung, da es durch das Erhitzen bei seiner Herstellung keimfrei gemacht wurde. Hinter dir ist noch Loot. Loot! Oh, sehr gut. Noch mehr Loot. Aber jetzt habe ich halt. Jetzt hätten wir Möglichkeiten. Sehr gut. So. Wir könnten entweder die Tasche aufwerten, bietet Platz für bis zu 12 Materialien einer Art. Oder Rennen und Ausweichen machen weniger Lärm. Aminika entfernt das Holz ihrer Schuhsohlen und wickelt ihre Unterschenkel in dicken Stoff ein, was ihre Bewegungsgeräusche erheblich dämpft. Ha! So. Ach so, das wäre dann... Ah, okay, ich sehe dann quasi auch... Sehe ich das? Nee, sehe ich nicht. Schade. Chat, worauf habt ihr Bock? Also ich glaube, ich würde die Tasche nehmen, wegen dem Loot. Amnika verstärkt die Dicke ihrer Tasche für Materialien und macht sie robuster. Bietet Platz für bis zu 12 Materialien einer Art. Weil der Lärm, bin ich der Meinung, ist jetzt noch, wirklich noch, gar nicht so schlimm. Oh, hier fehlt mir. Warte mal, wir können ja noch mal kurz gucken. Vielleicht finden wir ja hier noch was in dem Vorraum an Loot. Keine Ratten. Nein, das Licht! Schnell ins Licht! Ich sehe hier keine Fackeln. Was sollen wir tun? Wir gehen wieder zurück und machen jetzt erstmal die Tasche ready.
Das sollte mir die Sache erleichtern. Okay. Rohstoffschleuderausrüstung. Rohstofftasche, Schleuderausrüstung. War ich ja gar nicht so verkehrt, Dave. Gar nicht so verkehrt. Die Ratten, sie fressen das Fleisch. Das könnte funktionieren. Ach so. So meint ihr. Hey, Freunde. Hier nicht so. Gut, das scheint sie abzulenken. Bist du sicher? Noch ein Schinken sollte reichen. Okay. Komm mit. So, ich will mal ganz kurz gucken, weil wenn die abgelenkt sind, kann ich ja hier nochmal ganz gemütlich looten, oder? So halbwegs. Oh Gott! Da, die drei Heiligen! Was? Warte mal, hier sind noch Loot-Sachen. Fast übersehen. Okay. Nun gut, wir müssen vorsichtig sein. Ey, überall sind diese Drecksviecher. Das ist ja gar nicht gut. So, gibt's hier, kann ich dich mitnehmen? So als Lichtquelle? Ach, ich kann hier auf dem Tisch rumbalancieren. Ah. Da lang, dort sind wir in Sicherheit. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Nein. Halt meine Hand gut fest. Warte, hier war noch was. Ja gut, kann ich mitnehmen. Ist hier noch irgendwie Loot? Nee. Achso. Da. Aber einmal einen Schinken. Jetzt müssten wir hier noch irgendwo einen Schinken finden. Oder können wir jetzt einfach hier hin? Geht das? Diese Fackel da. Da ist ein Loch im Gitter. Wenn ich den hochhebe, kommst du dann an die Fackel? Ja. Was muss ich denn drücken? Wiederholt E drücken. Na nun, hüpf doch runter. Ich kann nicht die ganze Zeit E drücken. Hugo, beeil dich. Ist anstrengend. Hugo. Ach, bitte. Nein. Ich hab doch gedrückt. Geht's dir gut? Ja. Bleib, wo du bist. Der Boden ist total morsch. Amicia, wie soll ich zurückkommen? Wir finden einen Weg. Keine Bange. Solange du die Fackel hast, kann hier nichts passieren. Aber was ist mit dir? Ja. Wir bewegen uns gemeinsam. So scheint das Licht durch das Gitter und schützt auch mich. Bereit? Bereit. Bereit. Gut, dann los. Langsam. Sehr gut. Ach du Scheiße. Das ist aber ganz schön nah. Oh Gott, hier ist dunkel. Dino, da ist ein Loch. Willst du die Fackel haben? Ja, auf meiner Seite sind zu viele Ratten. Na, dann gib mal her. Wie soll ich jetzt durchkommen? Das Loch da hinter dir. Ich sehe keinen anderen Weg. Geh da durch und wir treffen uns auf der anderen Seite. Wer sagt denn, dass dahinter keine Ratten sind? Wenn du Ratten siehst. Ich bin gleich bei dir. Ist gut, aber beeil dich. Jetzt lasse ich die Fackel wieder hier. Na, ist klar. Jetzt hatten wir schon mal eine Fackel und jetzt lassen wir die wieder da. Oh Mann. I'm here. Ich bin da. Was ist denn? Oh Gott. Hugo, antworte mir. Los, los! Das wird nichts bringen, Scheiße. Wo ist er denn? Hey, Freunde. Warte. Nee, kann ich nicht. Was? Ich muss dahin. Also, vielleicht nehmen wir einfach mal diesen Stöckerhaufen und gehen mal ganz kurz hier erstmal rein. Verpissung, Freunde. Und sammeln hier erstmal den ganzen Loot ein, den es hier so schönes gibt. Sehr gut. Wisst euch.
So, dann nehmen wir uns hier noch einen Stock. Ah. Ja, ja, nimm nochmal einen Stock. So, jetzt gehen wir nämlich hier rein. Tschüss! Hugo, geht's dir gut? Da war ein Haken. Ich bin zum Licht gerannt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, ich habe eine Leiter. Ich mach dir den Weg frei. Wir werden dich von da oben runterholen. Ja, wir holen dich jetzt. Wir machen das. Ganz ruhig, Amicia. Ihm geht's gut. Dir geht's gut. Konzentrier dich. Die Zweige verbrennen zu schnell. Damit kann ich sie nicht lang genug auf Abstand halten. Was denn? Perfekt, danke. Okay, dann holen wir uns erstmal hier hinten wieder ein Stöckchen. Dann rennen wir hier vor. Ist hier eigentlich noch Loot? Nope. Warum kann ich denn auch mit so einem Stock nicht so wirklich schnell laufen? So, jetzt hier anzünden. Du kannst jetzt runterkommen. Tut mir leid, ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Das war zu gefährlich. Ist schon gut. Okay. Warte mal. Macht das überhaupt Sinn? Hätten wir jetzt, soll ich vielleicht nochmal hier hochgehen? Warte mal, wie war das? Kann ich das nicht droppen? Ich will es droppen. Ich hab doch irgendeine Taste dafür. Bleib hier, es dauert nicht lange. Nein. Komm, na gut. Komm, hoch mit dir. Ja. Ich will nochmal ganz kurz oben gucken, ob wir hier oben Loot finden. Weil, ne, wir wissen, wir brauchen auf jeden Fall solche Materialien. Hier sowas wie sowas. Das habe ich schon mal gesehen. Ein Wappenrock der Kreuzfahrer. Was? Der Kreuzfahrer? Dann nicht gerade was von Kreuzrittern? Ja, wir können wieder bauen. Hör wieder. Verringert die benötigte Zeit, um mit höchster Präzision zu schießen. Was brauche ich denn hierfür? Mehr Seil. Munitionstasche. Bietet Platz für bis zu 10 Geschosse einer Art. Habe ich denn schon irgendwie Mangel, dass ich irgendwas nicht mitnehmen kann? Darf? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Also bis jetzt geht's noch. Ich würde noch warten. Ich würde noch warten, um zu gucken, ob ich noch irgendwie ein Seil finde oder sonstiges, um die Schleuder abzudaten. Vor allem habe ich da vorne... Oder doch, warte mal. Irgendwas kann ich schon nicht mitnehmen, wie es aussieht. Ah, da bin ich schon voll. Na gut. So, hier haben wir jetzt alles soweit durch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt müssen wir wahrscheinlich da hinten durch, deswegen, genau. Nehmen wir uns einen neuen Stock. Zünden den jetzt hier schön an. Und durch geht's, durch die Ratten. Das sind aber auch eklige Viecher. Okay, okay, okay. Wir haben es geschafft, Chat. Wir haben es geschafft. Und weiter geht's. Die Krypta! Was ist die Krypta? Gott sei Dank. Jetzt können wir hier raus. Ja, weit, weit weg von hier. Ja. Und wie wir sehen, könnten wir doch jetzt... Uns fehlen noch 3 Seile. Ich will doch... Wird ein Gegner am Kopf getroffen, ist er sofort tot. Verringert die Zeit, die Amelia der Schleuder hervorholt und lädt. So, was hat Dave nochmal geschrieben? Rohstofftasche, Schleuder, Ausrüstung. Die Rohstofftasche, was bräuchten hierfür? Ein bisschen viel. Munitionstasche. Bis jetzt hatte ich noch keinen Munitionsmangel. Muss aber nicht dafür heißen, dass wir nicht irgendwann dazu kommen.
Ringe die benötigte Zeit, um mit höchster Präzision zu schießen. Ach, scheiß drauf, komm, wir machen Munition, weil manchmal bin ich ja blind. Das sieht schon viel besser aus. Ja. Huch, welche Taste? Gut. Alter, was aussieht dahinter? Ich werde dir helfen. Missionstasche fände ich reizvoll, da kannst du mehr Steine mitnehmen, genau. Und ich kenne mich. Am Ende wird es an der Munition hapern. Was ist das da auf dem Boden? Sollen wir trotzdem weitergehen? Ja. Wir sind so weit gekommen, es wird schon gut gehen. Bleib in meiner Nähe. Was ist das da an den Wänden? Ich weiß es nicht. Also das sieht nicht gesund aus. Das sieht gar nicht gut aus, was da an den Wänden ist. Und ich hoffe, wir kommen noch bevor. Komm, komm. Die waren das. Glaubst du wirklich? Ja, wir sind in ihrem Nest. Dann werden sie ganz schön wütend sein. Jetzt ist die große Frage. Also, okay, ich wollte gerade sagen, wo sind denn hier Stöcker? Ich brauche Stöcker. Ich wollte mich gerade schon zurücklaufen und dachte mir so, müssen wir zurücklaufen? Wir dürfen die Wände nicht berühren. Die Luft, sie brennt im Hals. Okay, hier geht's raus. Da drüben, Licht. Wir sind ganz schnell raus hier. Ganz schnell. Das ist so eklig, das ist wirklich eklig. Geschafft. Oh Gott. Geschafft. Aber wo ist denn jetzt unsere... wo wir hin sollen? Ich will zu Mama. Ja, Mama ist nicht mehr. So blöd wie es klingt. Sie soll nicht mehr tot sein. Hugo. Sie soll zurückkommen. Oh Mann. Versuch es mal deinem kleinen Bruder das zu erklären. Gar nicht gut. Der Lehrling. Amicia, werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein, das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Laurentius sind wir sicher. Komm. Der Lehrling, erreiche Laurentius Hof. So. Ja. Dann lass uns doch mal zu Laurentius Hof. Aber ich muss sagen... Da oben. Eine Windmühle. Was? Ist das der Hof von Laurentius? Das hoffe ich. Laurentius. Ich habe noch nie eine echte Windmühle gesehen. Ja, wenn wir vorsichtig sind, kaputt. Siehst du gleich eine. Also ich weiß nicht, ob die noch heil ist und überhaupt funktionsfähig. So wie die aussieht, würde ich sagen, nope. Aber, hey. Amicia, da. Das ist einer von denen, die das Haus angegriffen haben. Die Inquisition. Sie sind hier. Oh no. Das heißt, wir müssen wieder sneaky-mäßig unterwegs sein. So sneaky-ninja-mäßig. Oha. Da bin ich immer so gut nicht drin. Wie haben die das gemacht? Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das wissen? Ich sag dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Die mögen die Dunkelheit. Also zurück an die Arbeit. Ach du Scheiße. Was? Verwende Metallobjekte in der Umgebung, um Gegner abzulenken. Halte Tabulator gedrückt, um ein Geschoss auszuwählen und dann Steuerung, um mit der Hand zu zielen. Ja gut, wir haben nur Steine. Das heißt, wir versuchen den jetzt mal hier abzulenken. Komisches Geräusch. Was für ein komisches Geräusch. Wir müssen da mal durchgehen. Ah, da ist nichts. Was ist hier passiert? Nein, nichts. Nein. Gar nichts. Na, dann geh wieder an deinen Posten zurück. Tschüss.
Also, ich kann da gar nicht durch. Scheiße. Ich dachte, ich kann da auch noch durch das andere Gebüsch durch. Aber nichts da. Amicia, guck mal. Diese Brücke da führt zum Bauernhof. Was für eine Zeitverschwendung. Der Großinquisitor sollte uns einfach sagen, was genau er von uns will. Ja. Also ich will, dass du nach da gehst. Guck dir mal den Baum an. Achso, scheiße, ich sollte vielleicht auch werfen. Was soll der Lärm? Ja, was soll der Lärm? Wo kommt der her? Jetzt müssen wir doch mal gucken gehen. Auf Wiedersehen. Stevie ist auch mit dabei. Hello, Stevie. Noch eine zweite Barrikade und hier kommt keiner mehr durch. Was? Der Wagen mit den anderen Wagen. Wir sitzen fest. Was macht der? Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Ach du Scheiße. Na, das wird jetzt, also das könnte jetzt tricky werden. Freunde. Gehen wir da hin? Dieses Geräusch. Dieses Geräusch, wo kommt das schon wieder her? Ja, dann siehst du sie mal besser an. Schnell hin. Los. Na gut. Und öffne mir das Fenster. Geht das? Innerhalb von einem Step? Oder hätte ich das in zwei... Scheiße, ich hätte das in zwei machen sollen. Da ist nichts. Schon wieder. Ja, schon wieder. Jetzt will ich's genau. Was? Jetzt will ich's genau wissen. Das muss auch. Da ist jemand. Hier ist niemand. No, no. Hier ist keiner. Oh Gott, scheiße. Hier ist jemand. Oh Gott, wir sind tot. Das war gar nicht so gut. Wir sitzen fest. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster. Ja, wir machen das in zwei Stufen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Stufe 1 wird sein, dass ich den Stein nehme und dagegen werfe. Ist das eine Option? Was soll dieser ganze Lärm? Ja, was soll das? Ganz schlimm. So, jetzt gehst du los. Dahin. Na gut. Geh dahin. Bleib ruhig. Sehr gut. Nichts. Ja, jetzt ich. Schon zum zweiten Mal. Ja, zum zweiten Mal. Verdammte Axt. Also, ich verstehe das nicht. Ich hätte mich auch dahinter verstecken können. Ich bin da dämlich. Naja, so ist es halt, ne? Machen wir es halt so. Gut gemacht. Amicia, wir müssen hier weg. Ja, das weiß ich. Nochmal überlässt er dem ich nicht. Ja, hä? Wie überlisten? Also, wait. Kann ich hier durchwerfen? Wäre das eine Option? Ich hab da drüben was gehört. Ja, du hast da drüben was gehört. Da musst du doch mal glatt gucken gehen. Auf Wiedersehen. Jetzt sind da noch mehr! Sie haben den Weg zum Hof versperrt. Sag Senior Nicolas, dass die Straße gesperrt wurde. Personen und Fuhrwerke sollen angehalten und durchsucht werden. Und wonach suchen wir genau? Nach einem 5-jährigen Jungen, Hugo de Ruhn, braunes Haar, blaue Augen. Reden die von mir? Warum? Der Hauptmann der Bourbonengarde will ihn lebend? Kaum zu glauben. Hab gehört, das ist ungeheuer wichtig. Kann ich jetzt einfach durch? Nicolas hat seine Befehle vom Großinquisitor persönlich. Also haltet die Augen offen. Ihr seid dämlich. Ihr seid einfach dämlich. Blind und dämlich. Finde ich gut. Das ist eine gute Kombination für mich. Vorsicht, da ist eine Wache. Wo? Ja. Wo? Ah, da. Da sind ja zwei Wachen. Das ist ja gar nicht so gut. Wie mache ich jetzt weiter? Du läufst jetzt hier nicht wieder zurück. Er läuft zurück. Warum läufst du denn zurück? Bleib doch da stehen. Okay, er läuft zurück. Er sieht uns nicht. Er sieht uns nicht. Nein, du siehst uns nicht. Nein. Da hier ist nichts. Da ist gar nichts. Gar nichts ist hier. Lauf doch wieder zurück. Ist er dämlich genug und dass er mich nicht sieht hier unten?
Jetzt müssen wir gucken. Ruhig, leise. Er ist über uns. Wie mache ich das jetzt? So eine Scheiße. Läuft er wieder zurück? Ja, er läuft zurück. Okay. Schnell hier wechseln. Darauf. Ja. Jetzt schnell ihm sagen hier, guck mal, da ist was hingeflogen. Wo kam das Geräusch her? Ja, wo kam das bloß her? Also, ich verstehe es auch nicht. Und jetzt ganz schnell raus hier. Vorsicht bei der Landung. Ja. Ja. Ganz schnell. Und tschüss. Alter Falter. Es war gar nicht so gut, aber ja, wir haben es geschafft. Ja, es war falsch. Das ist auch geiler. Es war falscher Alarm. Gut, wir können nur noch Ausrüstung machen. Also machen wir Ausrüstung. Das sollte mir die Sache erleichtern. Ja, das sehe ich genauso. So, können wir hier so? Ja. Wobei, ich glaube, wir sind jetzt sicher. Amicia, was? Was habe ich getan? Warum suchen die nach mir? Du hast gar nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Also ich weiß auch nicht, sie uns wehtun, wenn warum sie uns er schnappen? Sie werden uns nicht schnappen, verstanden? Verstanden. Boah, es ist auf jeden Fall selbstbewusst, ne? Es ist, Okay. Warum ist er jetzt... Warum rennt er los? Hugo, wo bist du? Wo ist er jetzt hin? Hugo, das ist nicht lustig. Ey, wir spielen hier nicht verstecken. Hat dich erschreckt? Die Inquisition ist hier, Hugo. Sollen sie dich schnappen? Mach das bloß nie wieder. Oh Gott, da drüben sind ja Wachen. Schön. Wir gehen mal woanders lang. Hey. Wir gehen mal hier lang. Oder auch nicht. Scheiße. Sie sind hier. Kann man hier bei den Schweinen einfach rein? Na, wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht doch? Und unsere. Wir packen alle mit an. Dafür sind wir hier. Hast recht. Ja. Hey, Schweinchen, versteckt euch lieber, es ist gefährlich. Können wir hier durch? Ja, wir können durch. Sehr gut. Oh, was haben wir hier? Oh. Noch mehr Loot. Jetzt gehen wir hier wieder raus. Verstecken uns schön im hohen Gras. Oh, sie sind überall. Ja, das sehe ich auch gerade. Das gefällt mir gar nicht. Drei Leute. Und einer von denen läuft rum. Das ist gar nicht mal so gut. Ah, okay. So. Wir nehmen mal das Töpfchen. Was soll das? Ja. Da musst du mal gucken gehen. So, der eine, der läuft hier so rum. Das heißt, ich kann wahrscheinlich hier so durchsneaken. Sehr geil. Na gut, niemand hier. Da vorne ist noch eine Kiste, die würde ich eigentlich gerne looten. Eigentlich. Problem ist, ich habe... Oh, doch, warte mal. Ich könnte die sogar looten. Im richtigen Timing. Oh. Chat, komm, wir probieren was aus. So, wir lassen den jetzt hier rumlaufen. Ne, weil der läuft ja immer im Kreis. Bin ich verrückt? Ich hab was gehört. Ja, du hast was gehört. Das ist richtig. Na, nichts zu berichten. Das war knapp. Oh, wir haben den Loot. Okay. So, er steht wieder dämlich. Oh Gott. Ey, der sieht uns jetzt, ne? Ey, das ist gar nicht gut. Das war gar nicht mal... Was war's? Das war die falsche Taste. Ah, nichts. Okay, wir müssen leider noch eine Runde warten. Bis, der Runden-Typ seine Runde da gemacht hat. Ich darf nur nicht die Taste, die falsche drücken, das ist ganz schlimm.
Komm. So. Wenn der jetzt gleich so ein bisschen weiter rechts ist, dann schmeißen wir ein Steinchen, damit er wieder sagt, oh, was war das? Hey, schon zum zweiten Mal. Okay. Ich seh mir das mal an. Augen offen halten. Ja, ja, haltet mal beide eure Augen offen. Es besser wär's. Besser ist. Ich meine, ich... Nee, okay, das machen wir jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, ich meine, ich könnte jetzt an ihm hinten so vorbei schleichen. Ich mach's aber nicht. Ja, ich hab Angst. Ich bin Schisser. Deswegen läuft er jetzt hier eh gleich seinen Kreis wieder. Okay. Auf Wiedersehen. Oh, hier sind noch mehr? Jetzt ernsthaft? Hey, was? Einer von uns liegt weiter unten auf dem Weg. Mausetot. Sollten wir ihn nicht begraben? Wurde er gebissen? Ja. Hast du ihn angefasst? Nee. Scheiße. Gut, denn wenn die Ratten dich beißen, wird dein Blut vergiftet. Du kriegst überall Beulen und jeder in deiner Nähe kann sich auch anstecken und sterben. Deshalb nennt man es auch den Biss. Dann lassen wir ihn wohl besser da liegen. Was mit der falschen Taste ist mir ständig passiert. Ja, das kann ich nachvollziehen. Was war das für ein Geräusch? Ja, was war das bloß? Jetzt müsst ihr beide mal gucken gehen. Und ich sage auf Wiedersehen. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier wieder... Haben wir hier wieder so ein... Rufen Sie uns endlich zurück ins Lager. Scheiße, es wird langsam dunkel. Okay, 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 okay. Cool, 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 cool. Okay, also er macht Kalk. Also er, da oben, der, da, hier über mir. Der andere läuft einfach nur vor und zurück. Und der da hinten steht einfach nur blöd rum. Das ist gut. Das heißt, wenn er jetzt gleich wieder nach da geht, also um Kalk zu holen, und Johnny hier wieder in die andere Richtung rennt, so wie jetzt, laufen wir hier ganz gemütlich an der Mauer entlang. Holen uns hier so ein kleines Dingchen. Hey, warte mal, ich kann auch jetzt einfach, wenn er da ist. Er sieht mich doch nicht, oder? Der auch nicht. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, vor den Löchern habe ich ein bisschen Angst, weil ich glaube, dass da die Ratten rauskommen. Ist nicht so schön. So, jetzt ist die Frage, sieht er uns? Ah, gut. Jetzt spätestens sieht er uns nicht mehr. Also gehen wir weiter. Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, nein. Können Sie nicht. Es ist hier Ende im Gelände. Ich werde dir helfen. Na gut. So. Was ist da los? Was, wie Rückzug? Warum? Also, die ziehen sich doch nicht freiwillig zurück. Hugo, wir können nicht anhalten. Nicht hier. Was ist denn, was hat der denn jetzt? Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf. Er tut so weh. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Okay. Kann ich jetzt auch rennen? Nein, natürlich kann ich nicht rennen. Also ich würde wirklich gerne wissen, was mit dem kleinen Jungen ist. Mama sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Aber warum? Ich weiß. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Zu wenig Vitamin D? Sie fehlt mir. Immerhin durftest du sie sehen. Hm? Ach, nichts. Okay, also sie hat ihre Mutter so selten gesehen, dafür eher sehr oft und... Ja. Man muss ja auch überlegen, ne? Die beiden kennen sich ja untereinander ja anscheinend ja auch nicht. So wie wir ganz am Anfang rausgehört haben. Laurentius Mühle, wir sind fast da. Ich glaube, er hat nicht nur einen Vitamin-D-Mangel. Wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja gut, hier draußen ist es wirklich gefährlich.
Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Ach, das sind Tiere. Ich hab das gar nicht erkannt als Tiere. Komm lieber wieder runter, Hugo. Du Scheiße.